Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 25 Jahren wurde die soziale Pflegeversicherung eingeführt. Sie sollte vor Verarmung durch Pflege schützen und Sozialhilfe vermeiden. Doch dieses Versprechen wurde nicht eingelöst. Mittlerweile kostet ein Heimplatz im Durchschnitt 2.068 Euro im Monat, eine Summe, die für die meisten Menschen selbst nach 45 sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungszeiten nicht bezahlbar ist. Pflege ist zu teuer. Immer mehr Pflegebedürftige müssen aufs Amt, und mittlerweile beziehen 390.000 Menschen Hilfe zur Pflege. Das ist eine politische Fehlentwicklung, die die Menschen unverschuldet in Armut treibt, und damit muss Schluss sein. Gesundheitsminister Spahn hat kürzlich die Pflege zu Recht als die soziale Frage der 20er Jahre bezeichnet. Der aktuelle Pflegenotstand ist aber keine schicksalhafte Entwicklung, sondern das Ergebnis konkreter politischer Entscheidungen. Alle Vorschläge, die Finanzsituation in der Pflegeversicherung kurzfristig zu verbessern, wurden bislang leider und irrwitzigerweise in den Wind geschlagen. Und die Bundesregierung verfolgt seit 20 Jahren eine Politik, die die Pflegekosten niedrig halten soll, statt sich über die Finanzierung Gedanken zu machen. Also ich frage mich, warum die Verkäuferin auf ihr volles Gehalt Beiträge in die Pflegeversicherung einbezahlen muss, wir Bundestagsabgeordnete aber nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Und ich frage mich auch, warum die 42 Milliarden Euro von Dieter Schwarz auch nicht angetastet werden. Eine solidarische Pflegeversicherung sieht wirklich anders aus. Das nächste Problem ist, öffentliche Investitionen in die Pflegeinfrastruktur wurden drastisch zurückgefahren. Immer mehr private Anbieter, zunehmend auch Private Equity Fonds, übernehmen den Pflegemarkt. Aber verdammt noch mal, es geht doch hier um bedarfsgerechte Pflege für die Menschen und nicht um Profit. Wieder einmal zeigt sich, der Markt regelt nichts. Der Markt ist blind für die Bedürfnisse der Menschen, und deshalb darf sich auch der Staat nicht aus der Verantwortung zurückziehen. Eine unterfinanzierte Pflege ist im Übrigen nicht nur ein Problem für die zu Pflegenden und deren Angehörigen, sondern auch für die Beschäftigten. Der aktuelle Pflegereport der BARMER berichtet über eine Zunahme von Fehlzeiten durch Krankheit, Rückenschmerzen, Depressionen bis hin zu überdurchschnittlich vielen Erwerbsminderungsrenten. Kaum eine Altenpflegefachkraft hält ihren Job bis zum Rentenalter durch. Arbeit in der Pflege macht krank, und dafür trägt auch die Bundesregierung die Verantwortung. Und damit nicht genug. Das Problem wird sich noch verschärfen. Die Zahl der Menschen, die Pflege in Anspruch nehmen müssen, auch kostenintensive Pflege, die wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Und schon jetzt fehlen 120.000 ausgebildete Pflegekräfte. Die Stärkung der Pflegeausbildung und eine allgemein verbindliche tarifliche Bezahlung in der Altenpflege sind mehr als überfällig. Und ich will hier noch eine Gruppe erwähnen, die größte Gruppe der Pflegenden, nämlich die pflegenden Angehörigen. Die werden nämlich häufig vergessen. Und denen fehlt es an Sicherungsleistungen und an teilstationären Pflegeangeboten, um die Familien zu entlasten. Und das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Gute Pflege hat was mit Würde zu tun. Und gute Pflege kostet eben Geld. Und deswegen, wir brauchen endlich einen echten Systemwechsel in der Pflegeversicherung. Schluss mit einer Pflegepolitik, die die Vermögenden schont und Renditen ermöglicht. Wir brauchen eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, so wie die Linke sie vorschlägt. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Roy Kühne das Wort.